Coach, Psychotherapeut und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute haben wir das schöne Thema Bedürftigkeit, Neediness, wie man es manchmal auch nennt, beim Daten. Wie problematisch ist das? Wie sieht das aus bei Männern, bei Frauen? Da hatte ich eine E-Mail bekommen, aber die lese ich jetzt mal nicht ganz vor, weil das im Wesentlichen hatte die E-Mail diese Frage. Genau. Und dann gibt's nur heute noch den Kurs Spiritualität und Nice Geiles Leben, der meiner Ansicht nach gerade gut passt, zu fast der Hälfte des Preises. Den Code findet ihr dann auf liebeschipp.de bei dem Angebot. Ich sage ihn auch hier gerne nochmal, neu 2020. Und auch in die Liebeschip Challenge kann man noch einsteigen. Ja, also Bedürftigkeit, was ist denn eigentlich Bedürftigkeit? Bedürftigkeit ist, wenn ich brauche, dass mein Date, bleiben wir jetzt erstmal beim Dating, auf eine bestimmte Art reagiert. Also, dass er so und so schnell antwortet, dass der so und so viele nette Sachen schreibt, dass der nach, was weiß ich, nachdem wir uns das erste Date hatten, dass der XY macht und so, also dass ich bestimmte Erwartungen habe. Also wenn ich das jetzt so sage, dann seht ihr auch gleich schon das Problem, dass natürlich jeder, also ich meine, keiner geht erwartungslos in irgendein Dating rein. Das ist graue Theorie, wer sagt, er macht das. Ja, und gerade in Beziehungen und Dating wird natürlich inneres Kind und Ego sehr stark angetriggert. Das ist einfach so, ne? Ob einem das gefällt oder nicht. Und natürlich hat da jeder irgendwo seine wunden Punkte oder 99,999% der Menschen zumindest. Und die zeigen sich da. Und das, ja, also insofern kann man schon mal gleich sagen, gewisse Bedürftigkeit hat jeder irgendwo. Was man aber auch sagen muss, dass zu viel Bedürftigkeit ist ganz klar also ein Attraction-Killer, ne? Also der killt Attraktion irgendwie. Also wenn jemand 100 Mal anruft, wenn jemand total unsicher ist, wenn jemand, weiß ich nicht, nervös rumzappelt auf einem Date oder also überhaupt nicht cool ist, was kann man noch sagen? Jemand dann sofort die Fassung verliert, wenn du nicht nach 2 Minuten eine WhatsApp-Nachricht gelesen hast, irgendwie. Also es gibt, auf der einen Seite hat jeder so seine Bedürftigkeiten, auf der anderen Seite ist ein zu viel sicherlich ein Abtörner. Und insbesondere beim Dating, das ist auch nochmal so eine Sache, ne? Ja, ich kann in einer Beziehung, also in einer Beziehung sowieso, jeder mal hat mal einen scheiß Tag, jeder ist mal angetriggert, jeder, bei jedem Mal ist das innere Kind da. Ey, wir sind Menschen, ne? Ist total normal. Und in einer guten Beziehung sagt der Partner auch, hey, ich mag auch dein inneres Kind, ist kein Problem. Aber im Dating ist es halt, also Dating, es sind verschiedene Skills, ne? Also es gibt 3 Skillgruppen. Es gibt, also wie spreche ich jemanden an, was man jetzt vielleicht versucht zu vermeiden über Dating-Apps. Wie mache ich die Dating-Phase? Wie mache ich die Beziehungsphase? Es sind 3 ganz unterschiedliche Skills, ne? Und wenn man gerade in der wie spreche ich jemand an Phase und in der Dating Phase, das halt so eine Neediness Bedürftigkeit nochmal richtig so ein Attraction Killer so, ne? In der Beziehung, ja, natürlich ist, also auch da gibt's einen zu viel, aber da ist die Grenze nochmal ganz anders. Also wenn ich die ganze Zeit am Partner hänge wie an Mamis Rockzipfel, finde glaube ich jeder unattraktiv irgendwie, aber natürlich hat man so Tage, wo man am anderen am Rockzipfel da hängt, weil es ihm einfach nicht gut geht. Und eine Beziehung soll ja auch diese Nähe bringen. Also insofern ist es im Dating schon so eine Sache. Und jetzt kann man nochmal gucken, was, das war auch die Frage in der Mail, was ist denn der Unterschied zwischen Mann und Frau? Das müssen jetzt alle Gender-Theoretiker müssen wieder das Video stoppen oder abschalten. Ja, also es ist definitiv von der männlichen Polarität noch weiter entfernt als von der weiblichen, ne? Das, ich glaube, ein Mann wird das noch viel mehr übel genommen beim Dating als eine Frau, ne? Also da, das ist einfach so, ob man das jetzt gut findet, schlecht findet. Also
Ich denke, für die Frau ist es einfach, wir haben ja immer noch diese stammesgeschichtlichen Programme in uns drin. Kann man natürlich jetzt sagen, nein, haben wir alle nicht, wollen wir nicht mehr, haben wir aber, ist so irgendwie. Und da geht es ja für eine Frau schon darum, habe ich hier einen starken Mann, weil früher hat der Mann ja die Frau beschützt und ich weiß nicht was. Oder muss sie jagen, was weiß ich, Elche jagen, Krokodile jagen, schlag mich tot, ne? Ja, und dann konnte sie natürlich mit einem Mann, der, weiß ich nicht, total unsicher ist, war vielleicht nicht so optimal. Also das ist irgendwo noch eingespeichert, ne? Ja, und gut, für Männer ist es, glaube ich, auch, also wenn eine Frau extrem, also im Dating auch, weiß ich nicht, sich total ganz schlechtes Selbstbewusstsein präsentiert, finden, glaube ich, viele Männer auch nicht so gut. Aber es ist, glaube ich, jetzt nicht so ein Upturner wie beim Mann, wo Selbstbewusstsein ja quasi auf Platz 1 steht, irgendwie. So dieses ganze, ja, Selbstbewusstsein und Souveränität, denke ich, ist für die meisten Frauen auf Platz 1. Für die meisten Männer denke ich nicht unbedingt. Auch wichtig, also definitiv auch wichtig, auch ein Upturner, aber nicht so. So, jetzt könnte man ja sagen, ja, ich kann ja so tun, als wenn ich diese Bedürftigkeiten oder diese Unsicherheiten nicht hätte. Ja, ist auch manchmal gar nicht so eine schlechte Idee irgendwie. Nur irgendwann wirkt man dann natürlich unauthentisch und das macht auch eine Zeit lang funktionieren, aber spätestens, wenn man so in die Beziehungsphase reinkommt, wird man das nicht ewig so spielen können, sag ich mal, ne? Muss man dann vielleicht auch gar nicht mehr so, aber also das immer überspielen, also tatsächlich ist das Beste. Ja, mehr nice, geiles Leben, an seinem Selbstbewusstsein arbeiten, mehr nice, geiles Leben, mehr sein Ding machen, mehr Autonomie halte ich für eine super Investition im Bereich Dating und Beziehungen. Wirklich. Und das dann auch leben und nicht so, nur so tun, als hätte man, sondern das wirklich leben irgendwie so, ne? Also, ich denke, jemand, der wirklich in seinem Selbstbewusstsein ist, der muss das auch nicht. Also er strahlt das einfach aus, der muss das nicht demonstrieren, der muss nicht das mit irgendwelchen Statussymbolen pflastern oder immer wieder betonen, wie selbstbewusst er ist, sondern der ist es einfach so, ne? Und das hat so einen Vibe, der echt cool ist, ne? Und der bringt einem in Dating und Beziehungen echt Menge Vorteile. Also meiner Ansicht nach macht das total Sinn, daran zu arbeiten, so. In der Paartherapie gibt es da so zwei konkurrierende Schulen übrigens, finde ich total spannend. Es gibt die Schule so von Sue Johnson, die sagt, ne, Bedürftigkeiten sind überhaupt nicht schlimm, das ist unser Bindungssystem und die müssen wir artikulieren und ja, der Partner hat auch, also sollte auch und muss auch damit irgendwie umgehen und darauf reagieren. Und es gibt so die die Paartherapie-Schule von David Schnark, der eigentlich fast das Gegenteil sagt, der sagt halt, nee, wir müssen uns individuieren in einer Beziehung, also wir müssen autonomer werden, wir müssen unsere Ich-Funktion klarer kriegen, wir dürfen nicht so abhängig sein vom Partner. Also man kann das irgendwie so ein bisschen kombinieren, weil, wie gesagt, man hat immer mal abhängige Anteile, Tage und wünscht sich dann einen Partner, der natürlich da ist. Aber grundsätzlich tendiere ich tatsächlich auch zu David Schnark und sage, ja, ich finde, wir sind erwachsene Menschen und wir können nicht immer unser erwarten, dass unser Partner in jeder Sekunde mit unserem inneren Kind umgeht. Das müssen wir auch schon mal selber machen, so. Und ich finde auch, wir können diese Polaritätsmuster, kann man nicht immer ignorieren, irgendwie, ne? So, ne? Und ich habe tatsächlich so oft wahrgenommen in der Paartherapie, dass wenn ein Partner zu sehr am anderen hängt, dass der andere da fast schon unbewusst drauf reagiert. Der weiß auch gar nicht warum. Der sagt, dann hat man das Gefühl so, aha, es ist mir zu viel. Zieh nicht so an mir. Wenn man dann noch ein Thema hat mit Mami, die vielleicht immer im Rockzipfel, also nicht andersrum, wenn Mami immer einen Arm gezogen hat, dann kann man es vielleicht besonders schlecht ab. Aber, oder Papi, aber dann, viele mögen das nicht so richtig, wissen aber gar nicht warum und halten den Partner dann auf Abstand und, ja, und, ja, also erstmal muss sich jeder, es muss niemand irgendwas, aber ich denke, man ist wirklich gut daran beraten,
kontinuierlich an sich zu arbeiten, oder wie man es auch nennen will, muss es jetzt nicht arbeiten nennen, also kontinuierlich zu gucken, wie kann ich mich so ein bisschen heilen, wie kann ich ein bisschen ganzer werden, wie kann ich meine beste Version sein jeden Tag, weil das ist ein Investment, ja, was auf deinem Konto sich ansammelt, was so Dating und Beziehung angeht und vieles leichter macht, meiner, nur meine unbescheidene Meinung nach, nee, bescheidene Meinung natürlich. Gut, was haben wir noch? Ist noch irgendwas? Sonst haben wir, glaube ich, was wollte ich denn nochmal sagen? Ja, es gibt ja auch eine App für meine Kurse übrigens. Hatten wir, glaube ich, auch mal gepostet im Newsletter. Gibt auch übrigens immer noch die 15 Dating-Tipps, die man sich runterladen kann. Und wenn ihr Interesse an dieser App habt, dann schreibt ihr am besten an supported.liebeschip.de. Und ist ein bisschen schwierig zu finden im App Store. Und ja, wir werden es bald wieder sehen.